Guten Tag. Ich habe gesagt in meinem Preview, dass Krebs hat wirklich keine Hemmungen, ein schwaches Herz, Migräne oder den bekannten Satz, ey, willst du mich umbringen, einzusetzen. Diese Rolle von Opfer, von Märtyrer, von jemandem, der leidet, wird von allen Leuten gespielt, die Krebs sind. Also egal, ob das Kinder sind, Chef, Freund, Ehefrau, Ehemann. Alle Krebse spielen immer diese Rolle und vor allem dann, wenn sie Verlust oder eine Isolation spüren. Das ist ein großes Problem für die Menschen, weil die haben sofort Schuldgefühle und denken, ich habe etwas Falsches gemacht. Und dann wollen sie wieder das alles gut zu machen und dann entstehen schreckliche Konflikte zwischen den Menschen. Und Krebs ist wirklich ein Meister der Kunst, in anderen Menschen Schuldgefühle wachzurufen. Das ist natürlich tödliche Waffe von den Krebsen und ich muss sagen, das ist kein feiner Zug, überhaupt nicht, denn immer wieder, wenn Krebs diese Rolle verliert, diese Mutterrolle verliert oder verliert diese Rolle, gebraucht zu werden, dann setzt Krebs diese Waffe ein. Krebs muss gebraucht werden, der muss geliebt werden, der muss gepflegt werden, man muss den hätscheln. Sonst, wie ich gesagt habe, wenn diese Rolle verliert, setzt du diese tödliche Waffe ein und dann fühlst du dich unwohl und bist du sehr unglücklich mit deinem Krebs, weil er immer diese Mutterrolle spielen will. Und das ist ein großes Problem für die Menschen, weil die haben auch die Nase voll, wenn Krebs dir immer erzählt, ich würde dir den und den Film für heute Abend empfehlen. Also ich wünsche euch einen schönen Abend und guckt ihr euch den Film mit Jane Fonda. Amerikaner können wirklich tolle Filme machen. Und ich empfehle euch noch den brasilianischen Getränk. Also immer diese Belehrungen und Rolle von einer Mutter, aber weiß ich nicht, ob diese Mutter ist wirklich die richtige Mutter. Das tut natürlich sehr weh und das stinkt irgendwie. Deswegen ist das auch schwierig, mit einem Krebs zusammenzuleben. Jungfrau mag das auch, dass sie dich immer belehrt. Aber Jungfrau mag das ein bisschen flotter, schneller. Da kannst du ein bisschen schmunzeln. Zwillinge mag das auch, dass er vieles besser weiß. Aber Zwilling weiß wirklich vieles besser, weil er danach gelesen hat. Im Internet und überall in den Büchern hat er geguckt, bevor er etwas sagt. Aber Krebs spielt nur so eine Rolle von der Mutter oder Vater. Und das musst du auch ehren. Er will geliebt werden, gepflegt werden. Und diese Rolle ist so wichtig für ihn. Und du musst immer ihm das alles bestätigen. Wenn du das ihm nicht bestätigst und eben, wie ich gesagt habe, wenn er spürt Verlust oder Isolation oder eine emotionale Entfernung, dann wird Krebs sehr unangenehm. Deswegen ist das sehr, sehr schwierig, mit einem Krebs zurechtzukommen, weil wir haben eines Tages alle keine Lust mehr. Und wollen wir uns ein bisschen entfernen und Distanz zeigen. Und gerade dann beginnen schreckliche Probleme mit dem Krebs. Ich habe da keine Lösung dafür, wirklich keine Lösung. Diese Rolle zu spielen, als ob du da wirklich den Krebs immer lieben würdest und zuhören würdest, das ist auch eine falsche Rolle, das ist auch hypokritisch, nicht? Also heuchlerisch. Aber wir haben da keine andere Wahl, weil Krebs, wenn er spürt, dass du den abstoßt, wegstoßt, wird er unangenehm und dann kommt zu Konflikten. Für heute ist leider meine Zeit um.